Presented by www.gamingxp.com. Wie bereits am Ende von Teil 1 angekündigt, taucht ein riesiges, vor Kraft strotzendes Magma-Monster auf. The Beast beginnt ohne Umschweife Empire City dem Erdboden gleichzumachen. Todesmutig stellt sich Cole dem Monster und unterliegt dem Koloss fatalst. Nun bleibt nichts anderes mehr übrig, als nach New Marais zu flüchten und der Hoffnung nachzujagen, dass Dr. Wolf Coles Kräfte verstärken kann. In Infamous verfolgte man stets ein Hauptziel. Bei Infamous 2 hat sich hier nicht viel geändert. Das freie Handeln konnte schon früher überzeugen, weshalb man dieses System mehr oder weniger komplett übernommen hat. Auch das Kampfsystem orientiert sich stark am Vorgänger. Es gibt jetzt zwar ein Schnellmenü, in dem man zwischen verschiedenen Kräften umschalten kann, aber an der Belegung sowie der Steuerung hat sich nichts verändert. Wie auch in Teil 1 verbrauchen die mächtigen Blitzattacken Energie und damals wie heute kann Cole Autos, Laternen oder Stromgeneratoren nutzen, um seine internen Batterien wieder aufzuladen. Nicht nur der in Infamous noch überraschte und etwas unsichere Cole hat sich verändert, sondern auch die Optik des gesamten Spiels. Die Open-World-Umgebung, die von Klettermaxi Cole bis in die letzten Winkel erkundet werden kann, zeigt einige Schmuckstücke und Details. Auch das Stimmungsbild, das eigentlich durch die sich nähernde Bedrohung düsterer nicht sein könnte, ist eigentlich positiv und erfrischend. Alles wirkt ein wenig farbenfroher. Soundtechnisch gibt's eigentlich nur Lobeshymnen. Die abgekämpfte Stimme von Cole sowie die komplette Lokalisierung sind gut gelungen. Auch die Vertonung der Cutscenes und die Geräuschkulisse im Spiel sind auf einem absolut hohen Niveau. Die gelungene Mischung aus Alt und Neu sorgt für ein beeindruckendes Comeback von Cole. Fans des ersten Teils werden sicherlich auch an Teil 2 ihre wahre Freude haben und auch alle anderen Action-Fans können ohne zu zögern zugreifen. Mehr gibt es wie immer auf soundportal.at und auf gamingxp.com nachzulesen.